Kannst du dir vorstellen, wie ein Baby-Avatar, die Baby-Meerjungfrauen und Maleficents Kinder aussehen? Unsere magischen Darsteller sind Eltern geworden. Schau dir unser neues Video an, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Heute habe ich mein erstes Date mit einem Meeresprinzen. Ich muss mich fertig machen. Es ist super, dass ich ein Spezialgerät habe, um meine Haare zu bürsten. Es ist so einzigartig. Okay, ich habe meine Haare gebürstet. Ich bin fertig. Ariel, wo bist du? Ich komme. Dieser Blumenstrauß ist für dich. Danke, Schatz. Und dieser Kuss ist für dich. Verwandeln wir diese Puppe in die kleine Meerjungfrau. Klebe die Beine mit Heißkleber zusammen. Trage Heißkleber auf eine glatte Oberfläche auf. Entwerfe eine Schwanzflosse. Glätte die Oberfläche. Bestreue sie mit Glitzer. Benutze Glitzersterne für das Oberteil. Säubere das Puppengesicht. Zeichne Wimpern drauf. Betone die Wangenknochen. Die kleine Meerjungfrau ist fertig. Wir müssen auch ihre Schwester herstellen. Entwerfe aus Heißkleber eine Schwanzflosse. Bedecke sie mit Glitzer. Stelle ein Oberteil aus Glitzerherzen her. Säubere das Gesicht. Zeichne Augen mit Acrylfarbe drauf. Füge eine blaue Iris hinzu. Zeichne schwarze Pupillen drauf. Füge weiße Punkte hinzu. Zeichne die Augenbrauen. Färbe die Lippen. Betone die Wangen. Die kleine Meerjungfrau kann es kaum erwarten, mit ihrer Schwester zu spielen. Und hier ist die dritte Schwester. Wie fühlen sich unsere zukünftigen Babys heute? Babys, ich kann es kaum erwarten, euch kennenzulernen. Scheinbar können die Babys es auch kaum erwarten, uns zu sehen. Eine Wassergeburt. Was könnte für eine Meerjungfrau besser sein? Entspann dich, mach dir keine Sorgen. Dr. Wolverine und ich kümmern uns um dich. Ich fühle mich großartig, wenn ich im Wasser bin. Ich bin mir sicher, dass meine Kinder das Wasser auch lieben werden. Hi, Babys. Lernt eure Mutter kennen. Meine Babys, ihr seid so klein und süß. Stellen wir für unsere Meerjungfrauen eine Wiege her. Dekoriere einen Plastikdeckel mit einem Spielzeugseestern. Füge Schwanzflossen hinzu. Klebe dekorative Muscheln in verschiedenen Formen hinzu. Legen wir die Babys in die Krippen. Es fühlt sich so an, als wäre unser erstes Date erst gestern gewesen. Und jetzt bin ich der glückliche Vater dieser drei wunderbaren Baby-Meerjungfrauen. Schatz, schau mal, wie süß sie sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich ohne sie gelebt habe. Knete Modelliermasse. Forme einen kleinen Ball. Forme mit einem Modellierwerkzeug die Augenhöhlen. Entwerfe eine Nase. Füge Augen hinzu. Skizziere das Kinn. Mache einen Mund. Mache spitze Ohren. Der Kopf des Avatar-Babys ist fertig. Forme den Körper. Befestige einen runden Bauch. Glätte die Verbindungsstellen. Stelle einen Bauchnabel aus Modelliermasse her. Befestige den Kopf am Körper. Befestige kleine Arme und Beine und einen Schwanz. Male das Baby mit blauer Acrylfarbe an. Zeichne ein Streifenmuster auf den Kopf. Betone die Augenlider. Zeichne Augenbrauen und Wimpern drauf. Zeichne den Mund. Schneide etwas Faden von einem Satinband ab. Klebe ihn auf die Stirn und mache eine Irokesenfrisur. Bedecke den Körper mit einem Muster. Füge weiße Punkte hinzu. Baby-Avatar, du siehst so süß aus. Ich werde sehr bald mein Baby bekommen. Ich habe etwas Angst. Es wird Zeit, Dr. Wolverine zu besuchen. Du wirst sehr bald Mutter sein. Mach dir keine Sorgen. Hier ist dein Baby. Glückwunsch. Das ist das hübscheste Avatar-Baby. Dein Baby ist gesund und glücklich. Du musst dich etwas ausruhen. Nimm eine kaputte Plastikverpackung. Schneide den tieferen Teil aus. Bedecke ihn mit einem Stoffstück. Wir haben eine Wiege hergestellt. Schneide ein Stück Ledergürtel ab. Befestige ihn an den Seiten der Krippe. Lege das Baby rein. Es ist so einfach, das Baby so zu tragen.
und ich kann daraus immer ein bequemes Bett machen. Natürlich ist Babys Lieblingsort immer noch Mamas Arm. Das Baby schläft, jetzt können wir weitermachen. Wickle biegsamen Draht um einen Anspitzer. Forme ihn zu einem Kreis. Nimm verschiedenfarbige Kunstblumen. Befestige sie am Kreis. Wechsle mit verschiedenen Farben ab. Wir haben einen Blumenkranz hergestellt. Nimm ein paar farbige Glocken. Hänge sie auf. Mein Baby und ich lieben dieses Mobile. Seine kleinen Glocken machen so viele lustige und schöne Geräusche, als ob Vögel singen würden. Maleficent wird bald Mutter. Stellen wir für sie einen Babybauch aus Modelliermasse her. Mache einen Bauchnabel aus einer Perle. Male ihn mit beiger Acrylfarbe an. Der Babybauch ist fertig. Forme das Kleid. Schneide das Kleid aus Sportstoff aus. Klebe die Teile mit Heißkleber zusammen. Klebe ein durchsichtiges Band mit einem Punktmuster auf den unteren Teil drauf. Befestige die Bänder um den Hals. Jetzt haben wir ein modernes Kleid. Male die pinken Schuhe mit schwarzer Acrylfarbe an. Maleficent ist bereit zu fliegen. Ich werde bald meine Babys bekommen. Es wird Zeit, Dr. Wolverine aufzusuchen. Deine Sauerstoffmaske ist fertig. Du wirst deine Babys bald sehen. Dr. Wolverine, wir haben heute einen ungewöhnlichen Patienten. Wow, das sehe ich. Hi, wo ist unsere Mutter? Oh, ich habe sie rechtzeitig gefangen. Diese kleinen Unruhestifter können es kaum erwarten, zurück in den Wald zu fliegen. Meine Babys schlafen tief und fest. Sieht so aus, als würden sie ihre Wiegen mögen. Reinige das Gesicht einer alten Lil Sis-Puppe. Zeichne mit Acrylfarbe ein neues Paar Augen. Füge Wimpern hinzu. Zeichne die Iris. Füge Pupillen hinzu. Füge weiße Punkte hinzu. Male die Augenbrauen. Male die Lippen an. Knete etwas Modelliermasse. Forme die Haare aus Modelliermasse. Benutze eine Schere, um die Seiten zu formen. Forme Hörner aus Modelliermasse. Biege die Hörner so. Befestige sie am Kopf. Male sie mit schwarzer Acrylfarbe an. Male die Unterwäsche schwarz an. Das Baby braucht seine Flügel. Kürze ein paar Federn. Trage Heißkleber auf. Forme die Flügel. Maleficents Baby ist bereit zu fliegen. Hier kommt ihr Bruder. Und los, wir haben so viele Abenteuer vor uns. Nimm einen leeren Plastikbehälter und etwas biegsamen Draht. Schneide ein längeres Stück aus. Befestige doppelseitiges Klebeband dran. Befestige einen weiteren Behälter. Biege einen Draht. Markiere ein Stück. Schneide es aus. Mache einen Wiegenrahmen. Benutze kaputte Spielzeugautoreifen. Entferne 4 Reifen. Befestige die Reifen am Bettrahmen. Bedecke das Bett mit Decken. Die Babys lieben ihr neues Bett. Dr. Wolverine, scheinbar sind unsere kleinen Patienten bereit. Sie versuchen nicht mehr wegzufliegen. Fassen Sie sie aber lieber nicht an. Sie haben ein heißes Temperament. Versuchen wir ihnen ein paar Spielzeuge zu geben. Es sieht so aus, als würde es funktionieren. Sie brennen nicht mehr. Stelle Wickeldecken für die Babys her. Umrande eine Puppe. Schneide das Teil aus. Skizziere ein weiteres Teil. Nähe die Teile zusammen. Mache einen Einschnitt für den Kopf. Kremple es um. Nimm Druckknöpfe. Nähe sie an die Seiten der Decken. Male die Seiten mit Acrylfarbe an. Male die Sterne an. Die Babys lieben ihre neuen glänzenden Decken. Süße Träume, ihr Kleinen. Mama singt euch ein Schlaflied. Dr. Wolverine hatte heute einen arbeitsreichen Tag. Welches der Babys hat dir am besten gefallen? Baby Avatar? Die kleinen Meerjungfrauen? Oder Maleficents kleine Unruhestifter?
Das Krankenhaus für Märchenfiguren ist bereit, alle magischen Patienten zu untersuchen. Like unser Video, abonniere Lalilu und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr von uns verpasst.